Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Sarenk. In diesem Video zeige ich euch heute, wie man einen Nextcloud-Kalender und einen Nextcloud-Kontakte-Ordner in Outlook integrieren kann. Obligatorisch, bevor wir beginnen, wenn euch die von mir präsentierten Themen gefallen, dann klickt doch einfach auf den Abonnieren-Button. Ich würde mich freuen. Vorbereitend habe ich mir hier eine Nextcloud-Installation erstellt. Das ist eine Nextcloud 16. Das, was wir hier präsentieren, funktioniert aber auch mit den vorhergehenden Nextcloud-Versionen und es funktioniert natürlich auch mit den gängigen OwnCloud-Versionen. Als zweites habe ich ein Outlook 2016 hier installiert. Es funktioniert, also das, was ich jetzt präsentiere, funktioniert natürlich auch mit Outlook 2010 bis Outlook 2019. Ich schließe das Outlook jetzt mal und damit wir diese Synchronisation einrichten können, brauchen wir ein kleines Zusatztool und das nennt sich Outlook CarDAV Synchronisierer. Das irritiert natürlich ein bisschen der Name, weil es man kann mit diesem Tool CarDAV und CarDAV synchronisieren. Dieses Tool funktioniert auch mit ganz, ganz vielen anderen Plattformen, also nicht nur mit Nextcloud. Das sieht man hier auf der Seite. Die Download-Seite, die werde ich unter dem Video verlinken. Also muss man dann jetzt nicht suchen oder wenn man halt über Google sucht, dann einfach mal nach Outlook CarDAV Synchronisierer suchen und der Original-Download-Link ist natürlich das entsprechende SourceForge. Projekt. So, dann laden wir das jetzt mal runter. Und speichern das einfach mal in den Download-Ordner. Und öffnen den Ordner mal. So, wir bekommen eine sogenannte ZIP-Datei, also einen komprimierten Container, den müssen wir jetzt erstmal entpacken. Ich habe das jetzt eben mit 7-Zip entpackt. Wer natürlich kein 7-Zip installiert hat, beziehungsweise irgendein anderes Entpackungsprogramm, kann das ganz normal mit dem Windows-eigenen Extrahierer entpacken. Und zwar ist das hier alle extrahieren, also dieser Punkt. Da öffnet sich dann so ein Fenster, extrahieren und dann bekommt man das Fenster. Beziehungsweise den entsprechenden Ordner. So, dann öffnen wir den Ordner mal und wir sehen hier zwei Dateien. Wir nehmen jetzt die Setup-Exe und führen die jetzt einfach mal mit einem Doppelklick aus. Next, hier kann man jetzt das Programmverzeichnis auswählen, lassen wir. Hier unten kann man jetzt noch auswählen, ob das jetzt für alle User oder alle Benutzer des Computers installiert werden soll oder nur für einen selbst. Wir lassen das jetzt mal bei mir alleine sozusagen. Und jetzt bekommt man eine Passwortaufforderung oder man muss es halt einfach mit Ja bestätigen, wenn man Administrator ist. Ansonsten bekommt man sozusagen eine Username-Passwort-Eingabeaufforderung. Bei Ihnen war jetzt gerade der Bildschirm mal ganz kurz dunkel. Und muss man entsprechend positiv bestätigen. So, das war schon die ganze Installation und wir schließen. Jetzt öffnen wir das Outlook. Und dann sehen wir hier oben bereits einen neuen Reiter, der nennt sich einfach CarDAV Synchronisierer. Wenn man den anklickt, sieht man jetzt hier, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, irgendwas einzurichten. So, vorbereiten müssen wir jetzt aber erstmal ein paar Sachen noch erledigen. Und zwar einmal legen wir in Outlook zwei neue Kalender an. Und zwar, oder das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann beliebig sein, es können beliebig viele sein, also einer oder mehrere. Wir legen jetzt einfach mal zwei an. Einmal nennen wir den ersten privat und dann legen wir noch einen Kalender an.
und den nennen wir einfach Arbeit. Also nicht. Nochmal neu. Kalender hinzufügen. Gehen wir mal in die Ordner. Da hat er den Kalender nur als Ordner angelegt. Das möchte ich nicht, sondern der soll richtig als Kalender da sein. Okay, so, wir haben jetzt zwei Kalender zusätzlich. Das heißt, einmal Arbeit und Dings, Arbeit und Privat, und das ist jetzt der lokale Kalender von Outlook, den schließe ich jetzt mal. Und als zweites legen wir jetzt in Nextcloud zwei Kalender an. Ich habe ja schon einen angelegt, der nennt sich Testkalender. Ich lösche den mal, damit wir es identisch haben. Und legen auch einen Kalender privat an. Ups. Privat. Und einen zweiten Kalender. Na. Arbeit. Und wechseln wieder zu Outlook. Natürlich müssen Sie jetzt in der Nextcloud keine neuen Kalender anlegen, wenn Sie schon einen Kalender haben. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Dann öffnen wir erstmal wieder den Reiter CarLove-Synchronisierer und gehen auf den Punkt Synchronisation-Profile oder Profiles auf Englisch. So, dann öffnet sich so eine Maske. Und hier müssen wir jetzt natürlich was hinzufügen. Drücken einfach mal auf Plus und wir sehen, was alles von diesem Plugin unterstützt wird. Und wir benötigen aber allerdings nur dieses generische CarLove und CarDAV. So, drücken mal auf OK. Und jetzt können wir einen Namen geben, geben wir zum Beispiel erstmal an Privat. Und wir sehen hier, warum wir jetzt in Outlook Kalender angelegt haben. Wir müssen einen Kalender auswählen, also in den synchronisiert wird. Das heißt, es wird nicht wie in dem vorhergehenden Video gezeigt, wenn man das den Windows-eigenen Kalender benutzt, automatisch die Kalender von der Nextcloud übernommen, sondern man wählt zielgerichtet einen Nextcloud-Kalender an und sagt, in welchen Zielkalender bei oder in Outlook synchronisiert werden soll. So, das heißt, wir wählen jetzt hier einfach aus Kalender, zum Beispiel privat. Okay. Wir klicken jetzt nochmal hier das Häkchen an, damit Änderungen sofort synchronisiert werden. Und jetzt brauchen wir hier eine sogenannte DAV-URL. Die finden wir in unserer Nextcloud beim Kalender unter diesen drei Punkten. Link und kopieren einfach mal den kompletten Link und fügen den hier ein. Dann brauchen wir natürlich den Username und das Passwort. Und gut ist natürlich auch die E-Mail-Adresse zu verwenden für Kalendereinladungen oder für das Verschicken von Kalendereinladungen. In meinem Fall ist es jetzt nctest@csaktive.de. Und jetzt können wir kurz mal auf einen Test klicken. Ist erfolgreich verlaufen. Und dann sehen wir hier natürlich unten, wie synchronisiert werden soll. Das heißt, es ist jetzt eingestellt nach beiden Richtungen. Das heißt, wenn ihr in Nextcloud jetzt was in der Nextcloud-Kalender was eintragen, wird es Richtung Outlook synchronisiert. Und wenn ihr in Outlook was eintragen, wird das Richtung Nextcloud synchronisiert. Man kann das natürlich auch auf
eine Richtung begrenzen hier oben. Und natürlich auch hier zum Beispiel einstellen, nur wenn es unterschiedlich ist. So, aber wir wollen beidseitig haben. So, und hier kann man natürlich das normale Synchronisationsintervall einstellen. Das heißt, wo das Plugin einfach links und rechts schaut, automatisch, ob irgendwo Änderungen sind. Dieses Häkchen hier oben, das bezieht sich natürlich nur auf innerhalb von Outlook. So, drücken wir einfach mal OK. Das gleiche machen wir jetzt nochmal für den Arbeitskalender. Und zwar, da gehen wir wieder in unser Nextcloud auf den Arbeitskalender, holen uns hier den Link. Na, kopieren und gehen nochmal neues Profil erstellen. Plus. Okay. Sagen hier Arbeit und wählen den entsprechenden Ordner aus. Okay, dann wieder das ganze Prozedere. Die E-Mail-Adresse. Und hier unten lassen wir das wieder. Okay. Jetzt wollten wir natürlich auch noch unsere Kontakte synchronisieren. Und das kann man genauso identisch einrichten. Das heißt, wir gehen wieder hier drauf, sagen Synchronisationsprofiles und klicken hier auch auf Add. Und wählen auch genau dasselbe aus. Sagen hier, das sind jetzt unsere Kontakte. Und jetzt kann man natürlich entscheiden, ob man einen extra Kontakteordner erstellt oder man halt seinen eigenen Outlook-Kontakteordner gleich mit dem Standard Nextcloud-Kontakteordner synchronisiert. Wenn man natürlich in der Nextcloud dann mehrere hat, sollte man für die weiteren Kontakteordner natürlich auch in Outlook entsprechend ein entsprechendes Gegenstück einrichten. So, wir haben aber jetzt sozusagen nur unseren eigenen Kontaktordner, das heißt, nehmen wir den mal, dann gehen wir hier in die Nextcloud, in die Kontakte und dann gehen wir hier unten auf Einstellungen und hier sehen wir, das ist jetzt unser eigener Kontakteordner. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir fügen jetzt einen neuen Kontakteordner noch hinzu, wollen wir aber in dem Fall nicht, gehen wir einfach hier auf die drei Punkte, Link kopieren. Und dann ist das identisch wie bei den Kalenderdaten. Hier Paste, dann das anklicken, den Nutzernamen eingeben, Test und das entsprechende Passwort dazu. E-Mail-Adresse muss nicht unbedingt sein. Und dann hier unten lassen wir auch die Einstellungen. Okay, dann könnt ihr mal kurz hier auf Synchronisieren klicken, auch wenn jetzt hier nichts drin ist. Also wie scheint das jetzt erstmal tadellos zu funktionieren. Es kann bei Ihnen natürlich sein, wenn Sie zum Beispiel Ihre Nextcloud wie ich mit einem Let's Encrypt-Zertifikat abgesichert haben, dieses Outlook-Plugin, also dieser CardTAF-Synchronisierer, der kennt Let's Encrypt als Aussteller noch nicht an. Das heißt, wenn ich jetzt Quatsch, das war jetzt der falsche Knopf. Wir gehen jetzt hier auf General Options. Also ich stelle das jetzt mal. Dann hat man hier SSL und TSL Settings. So, und da habe ich hier dieses Häkchen gesetzt, Disable Certificate Validation. Das heißt, ich mache das jetzt mal raus und drücke hier auf Synchronisieren. Quatsch. Mal zu. Hier auf Synchronisieren. Und dann müsste es theoretisch. Nee, kennt ihr doch. Also, wie gesagt, wenn es dann eine Fehlermeldung kommt, wo sozusagen in den ersten zwei Zeilen angemeckert wird, dass der Aussteller des Zertifikates nicht bekannt ist. Ich kann das ja mal provozieren. Moment. Ich gebe hier mal jetzt 6 oder sowas ein. Ok.
okay und so, das wäre es jetzt zum Beispiel. Also dieses Zertifikat von diesen Host kennt er nicht. Da kommt dann so eine Error-Meldung. So, sollte es das sein, also ich muss das jetzt erstmal zurückstellen, das war jetzt nur ein Beispiel. Test. Sollte es bei Ihnen der Fall sein, dann wie gesagt, sich merken hier General Options und auf SSL und TLS und hier einfach das Häkchen setzen. So, das kann zum Beispiel bei selbstsignierten Zertifikaten auch passieren. So, jetzt machen wir einfach mal einen Test in alle drei Ordner. Das heißt, in den privaten gehen wir hier jetzt mal am vierten einfach Test privat ein, speichern. Dann machen wir hier mal Testarbeit speichern. Und dann gehen wir hier mal in die Kontakte, machen einen neuen Kontakt, sagen hier einfach Testname. Ja, ist okay. Und dann wir Test at Test. Quatsch. Test.de und noch eine Telefonnummer dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und speichern. Wenn wir Glück haben, hat das sofort synchronisiert, da wir ja das Häkchen da gesetzt hatten. Das heißt, wir machen uns mal unsere Nextcloud auf, dann gehen wir hier mal auf Kalender und wir sehen, sind beide Termine sofort drin. Und dann gehen wir mal auf Kontakte und da müsste jetzt im Prinzip, also ich hatte erst schon mal einen Test-User erstellt. So, jetzt machen wir das mal, das Ganze mal nochmal andersrum. Das heißt, wir sagen hier Test, sagen einfach jetzt mal einen neuen Kontakt und sagen hier Testname 2 und geben auch 4444 und hans@wurst.de. Und speichern das Ganze einfach mal und schauen jetzt mal, was hier passiert. Jetzt sehen wir, hier ist nur ein, also er ist noch nicht synchronisiert. Das heißt, das würden jetzt die 30 Sekunden sein. Oder wir drücken jetzt mal hier drauf und wir sehen, jetzt hat er alle beide Namen synchronisiert. Wie gesagt, also man kann dieses Intervall auch runterstellen. Also wir hatten das ja jetzt auf 30 Minuten eingestellt. Wir können das Intervall, das ist automatisch synchronisiert, auf 10 oder 5, je nachdem, wie dringlich das bei Ihnen ist oder bei euch ist, einstellen. So, dann machen wir jetzt nochmal einen Test einfach im Kalender. Das heißt, wir legen jetzt im Nextcloud-Kalender einfach mal in beiden nochmal einen Termin an. Das heißt, wir machen jetzt mal hier. Juhu, in Privat. Und hier machen wir ganz schwere Arbeit. Und natürlich müssen wir jetzt den anderen Kalender auswählen und einfach auf Erstellen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, ich synchronisiere das jetzt manuell. Und wir sehen, beide Termine sind drin. So, damit haben wir eigentlich jetzt alles geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonniert meinen Channel und dann freuen wir uns auf das nächste Video. Bis demnächst, euer Christoph. Tschüss.